In diesem kurzen Video zeige ich euch, wie man den Nocta Macro Simplex updaten kann. Bevor ich euch aber zeige, wie man den Detektor updaten kann, möchte ich ganz kurz auf ein Problem eingehen. Bei manchen Leuten wird der Detektor einfach nicht erkannt. Die stecken den am Computer an, aber es kommt immer eine Fehlermeldung. Obwohl man alle Treiber installiert hat, die bei dem Tool dabei sind, wird der Detektor einfach nicht richtig erkannt. Und da gibt es eine kleine Lösung, die will ich kurz zeigen. Dazu muss man einfach auf diese Seite hier gehen. Ich zeige mal eben hier oben den Link. So sieht es aus. Den Link werde ich in die Videobeschreibung mit einfügen. Da geht man einfach auf und dann lädt man sich hier eine kleine gepackte Datei runter, je nachdem für welches Betriebssystem. Ich lade mir jetzt einfach mal die hier runter für Windows 10 und dann bekommt man hier so eine gepackte Datei. Diese gepackte Datei kann man zum Beispiel mit WinRAR oder WinZip oder mit einem anderen Entpackungsprogramm entpacken. Wenn diese dann entpackt ist, dann bekommt man hier so einen Ordner und in dem Ordner befinden sich ganz viele Dateien. Wenn man ein Windows 64-Bit-System hat, dann führt man halt die 64-Bit-Installation aus. Oder wenn man ein 32-Bit-System hat, diese Version, also die x86, das steht für 32-Bit. Danach, wenn man das installiert hat, sollte der Detektor eigentlich ordnungsgemäß erkannt werden. Und um die Software zu updaten vom Nocta Macro Simplex, da muss man einfach nur auf die Hauptseite gehen von Nocta Macro. Das ist diese Seite hier. Auch diese werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Dann geht man hier auf Metalldetektoren und sucht sich sein Modell raus. Mehrere Modelle von Nocta sind ja updatefähig. In dem Fall ist es aber der Simplex. Hier sieht man verschiedene Details noch über den Simplex. Unter anderem gibt es da noch mehr Zubehör, andere Spulen und so. Dann geht man hier auf Software Update. Dann sieht man hier die ganzen Updates, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Man sollte sich das hier alles sorgfältig durchlesen und gucken, welches Update man installiert, weil in dem letzten Update zum Beispiel hier, da wurde wieder etwas rückgängig gemacht, was mit diesem Update installiert wurde. Ich bin aber mit diesem Update hier, mit dem V2.77, bin ich zufrieden. Ich werde dieses Update installieren und das zeige euch jetzt, wie man das macht. Also man lädt das einfach runter, dann einfach hier auf Download klicken. Dann bekommt man wieder so eine gepackte Datei, die man mit einem Entpackungsprogramm entpacken kann. Wenn man diese entpackt hat, dann bekommt man einen Ordner. In diesem Ordner befinden sich drei Dateien. Diese Datei hier ist die Installationsdatei, die muss man ausführen. Also einfach doppelklicken. Dann startet die Installation. In meinem Fall fragt er mich jetzt, ob ich das reparieren will, weil ich habe die Software ja schon installiert. Ich installiere es jetzt nicht nochmal neu. Deswegen breche ich das jetzt mal ab, aber ihr müsst es einfach nur installieren. Bei der Installation greift die Datei automatisch auf diese Datei hinzu und nimmt sich die Daten damit raus. Diese Datei hier, die ist für das Update zuständig. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist quasi die Software, welche dann in den Detektor eingespeist wird, mit Hilfe des Update-Tools. Also diesen Ordner auf keinen Fall löschen, denn das hier brauchen wir noch. Wenn man dann das Nocta Detektor Update Tool installiert hat, dann hat man auf dem Desktop so ein Symbol. Das klickt man einfach an, dann startet sich das Programm. Das Programm teilt einen damit, dass man hier oben seinen Detektor auswählen soll. Hier sind die verschiedenen Detektoren angezeigt, zum Beispiel der Amphibio, der Cruiser oder Nocta Impact. Aber in dem Fall ist der, wie gesagt, der Simplex, den wir jetzt mal updaten wollen. Und hier wird das alles nochmal genau beschrieben, wie man da jetzt vorgehen soll. Als erstes macht man den Detektor mal aus und dabei sollte dann auch die Spule am Detektor dran sein. Also der Detektor muss aus sein, die Spule muss am Detektor dran sein. Und dann steckt man einfach den Detektor, so wie man es hier sieht, mit dem USB-Kabel, was dabei ist, welches man hier anschließt, an den Computer an irgendeinen USB-Stecker. Ich glaube, es ist egal, ob es jetzt USB 2.0 oder 3.0 ist. Der Detektor wird dann kurz aufleuchten und da wird dann so ein Bild erscheinen, wo steht, der Detektor wird geladen. Als nächstes kommen wir wieder zu dieser Datei, die da in diesem Ordner mit drin ist. Also wie schon gesagt, vorhin hatten wir ja hier diesen Ordner entpackt und in diesem Ordner, da ist ja noch diese dritte Datei drin. Diese Versionsdatei, die wird quasi mittels des Programms in den Nocta Simplex eingespeist. Und deswegen müssen wir diese Datei jetzt hier auswählen auf diesem Knopf Select File. Dann sucht man den Ordner raus,
welchen man entpackt hat, und in diesem Ordner befindet sich halt diese Datei. Hier sieht man sie nochmal. Und dann öffnet man die einfach, zack, und dann wird hier auch jetzt angezeigt, dass man diese Datei ausgewählt hat. Als nächstes sagt man dem Programm noch, dass der Detektor angesteckt ist. Detect Device. Und dann steht da, der Detektor wurde ordnungsgemäß erkannt. Bei manchen Leuten, wie gesagt, kommt dann da eine Fehlermeldung. Der Detektor wurde dann nicht gefunden. Dann müsste man, wie schon erklärt, erstmal diese Treiber installieren von dieser anderen Website. Aber ansonsten, wenn das hier steht, dann ist alles in Ordnung. Dann sagt er hier noch, welche Versionsnummer man gerade installiert hat. Und dann kann es schon losgehen. Man drückt dann einfach auf Start Update. Ich drücke jetzt auf Start. Jetzt ist das Update fertig und erfolgreich abgeschlossen. Theoretischerweise kann man das jetzt hier alles schließen. Das war's. Der Detektor ist jetzt auf die Version geupdatet, welche man da drauf gespielt hat. Also man kann auch das wieder rückgängig machen. Man kann auch eine ältere Version runterladen und diese dann anstelle der 277er zum Beispiel installiert. Dann hat man wieder eine ältere, wenn man das möchte. Dann kann man den Detektor jetzt abstecken und auch dieses Kabel wieder abschrauben und den Detektor mal neu starten. Und beim Neustart sollte dann unten die neue, abgedatete Version angezeigt werden. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.